Problem heute, Übungsflug mit den österreichischen Bundesheer, damit wir üben lernen, die Hunde einzusteigen in das Fluggerät bei laufenden Bewegungen, also laufenden Maschine, und damit sie für den Einsatz einmal gerüstet sind. Es nimmt die ÖAU-Suchhundestaffel teil, die Regionalgruppen aus Hallein, die Regionalgruppe aus Vöcklerbruck, die Regionalgruppe aus Krems und wir hier aus Strasshof, die Regionalgruppe aus Strasshof, nehmen hier teil, ca. 40 Hunden. Wir machen hier die Übung, damit der Hund gewöhnt wird, einsteigen in den Hubschrauber und damit in den Einsatzort geflogen wird, dort aussteigen und dann gleich zur Suche weitergeht. Es gibt eine Staffel, wir haben Anfänger drin, wir haben Fortgeschritten, wir haben einsatzfähige Hunde und wir sind auch stolz in der Lage, dass wir 3 Aftra-Hunde bei uns haben. Heute sind 2 bei dieser Übung, die teilnehmen. Es ist sehr wichtig, dass man diese Übungen regelmäßig durchführt. Genauso ist es wie unser Training, dass das regelmäßig durchgeführt wird. Obwohl wir alle Freiwillige sind und die umsonst arbeiten, kostenlos, und die Freizeit zur Verfügung stellen und natürlich den Menschen helfen, in Not geraten sind. Und das ist für uns enorm wichtig. Wir haben jetzt vor kurzem, erst am voriges Jahr im Oktober, einen Einsatz gehabt, wo wir eine Person gefunden haben, den wir dann dem Roten Kreuz übergeben hat, und das ist für uns Erfolg. Wir haben in Strasshof, in der Regionalgruppe Strasshof, sind wir 14 Hundeführer. Ich habe davon einen Aftra-Hund, beziehungsweise wir haben 3 Aftra-Hunde schon gehabt, 2 sind leider schon verstorben. Und wir haben Einsätze in Iran geführt, in der Türkei. Wir haben gewisse Trainingseinheiten in der Schweiz unter der Dachübung mit Schweiz, Deutschland, Österreich geführt und natürlich so manche Großübungen in Österreich. Was wir eigentlich noch dazu sagen sollten, ist das, dass wir uns recht herzlich bedanken bei den Grundeigentümern, bei der Jägerschaft. Es ist nicht so einfach, irgendwo zum Trainieren mit freiläufenden Hunden, und für uns ist das enorm wichtig. Und noch einmal danke an alle, die uns unterstützen.